Tat Twam Asi und herzlich willkommen in Anis Welt. In diesem Beitrag möchte ich euch die vedische Astrologie näher bringen. Bitte lasst euch nicht von den vielen Sanskrit-Wörtern, die ich dafür benutzen muss, abschrecken. Ich werde sie, soweit wie mir das möglich ist, erklären. Die uns bekannte westliche Astrologie mit ihren bekannten 12 Sternzeichen Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische, auch topischer Tierkreis genannt, fußt im Kern auf den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt. Von da aus werden alle anderen astrologischen Aspekte wie Quadrate und Trigone zu anderen Planeten, Mondknoten etc. berechnet. Im Mittelpunkt dabei steht immer das Sonnensternzeichen und die darauf bezogenen Aspekte im Radix. Auf dieser Grundlage basieren Deutungen und Tendenzen, die im Leben Relevanz haben. So wie bei der westlichen Astrologie wird auch in der vedischen Lehre des Jyotisha davon ausgegangen, dass bestimmte Sternkonstellationen starken Einfluss auf das Leben und Wirken eines Menschen auslöst. Im Sanskrit bedeutet Jyotisha die Deutung der Stellung der Himmelskörper zur Ermittlung des günstigsten Zeitpunkts für alle Lebenslagen, ob Heirat, Zeugung oder andere wichtige Lebensereignisse. Was ist nun aber der Unterschied zur westlichen Astrologie? Die vedische Astrologie interpretiert auch Objekte jenseits des Sonnensystems. Der wichtigste Unterschied allerdings ist, dass die vedische Astrologie eine Mondastrologie ist. Dieses System nennt sich Keta. Dem Mond kommt aus der vedischen Sichtweise eine besondere Bedeutung zu. Der Mond steht als weibliches Prinzip im Mittelpunkt. Das Grundlagenwerk nennt sich Brihat Parashara Hora Shastra. In der westlichen Astrologie beginnt der Tierkreislauf mit dem Widder zur Tag- und Nachtgleiche. Im siderischen Tierkreis liegt die Position des Fixsternes auf der Spica, 0 Grad Waage. Der Unterschied, der sich zwischen den beiden Tierkreiszeichen ergibt, beträgt ca. 24 Grad und wird als Aganamara bezeichnet. Daraus ergibt sich, dass alle westlichen Tierkreiszeichen um 24 Grad zurückversetzt werden. Aber woher kommt dieser große Unterschied in dieser Berechnung? Tatsächlich stammen die Ursprünge der Astrologie aus Babylonien. Von dort aus wanderte sie nach Indien, wie es aus den indischen Schriften in der Mahabharata aufgeschrieben steht. Der siderische Tierkreis hat seinen Ursprung in der indischen und babylonischen Astrologie. Er besteht aus demselben System wie der topische Tierkreis, nur halt zurückgerechnet um 24 Grad versetzt. Die siderische Astrologie arbeitet seit vielen tausend Jahren mit brahmanischen Ritualen. In Indien nennt sie sich Jyotisha, was auch Wissenschaft des Lichts bedeutet. Unsere westliche Astrologie hat sich aus der siderischen Astrologie entwickelt. Nun zurück zur vedischen Astrologie. In der vedischen Astrologie werden 9 Planeten in das Rad des Lebens mit einbezogen. Das Wissen um ihre Position zum Zeitpunkt der Geburt zielt auf die Balance der 4 Ziele im Leben hin ab. Diese sind Moksha, die Erlösung, Artha, der Wohlstand, Dharma, die Ordnung, das Gesetz, Religion, und Karma, die Lust und Leidenschaft.
Es wird geschaut, was nicht im Einklang ist, und dafür werden Ratschläge für das Leben erteilt. Das Wichtigste in der vedischen Astrologie sind die Daskas. Der Daskas wird aufgrund der Mondposition berechnet. Keta wird der aufsteigende Mondknoten genannt. Rahu der absteigende. Die Kraft, die erfasst, sind die Planeten und nennen sich Grahas. Yogas sind die Verbindungen von Planeten, die bis zu 300 Verbindungen eingehen können und dadurch Resultate erzielen. Die drei Gunas oder Eigenschaften sind aus dem Yoga oder der Ayurveda bekannt. Diese heißen Sattva, Rajas und Tamas. Sattva ist das Licht, die hohe, spirituelle Kraft. Rajas ist die Abwechslung, auch Bewegung, Feuer und Leidenschaft. Tamas ist die Nacht, das Dunkle, Schwere. Alles, was eine Form hat, manifestiert sich durch die Qualität von Sattva, Rajas und Tamas. Ein Jyotishi, der vedische Astrologe, bestimmt mithilfe der Yogas den Grundcharakter, die Altersabschnitte mit dem Dura-System und dem für die vedische Astrologie wichtigsten Aspekt, den Nakshatras. Die Nakshatra sind eine Einteilung der Ekliptik in 27 lunare Sterngruppen in der traditionellen indischen Astronomie und Astrologie. Ein Nakshatra oder Mondhaus ist der Abschnitt entlang der Ekliptik, in deren Nähe sich der Mond um die Erde bewegt. Sie entsprechen ungefähr den Tagen des siderischen Monats, das heißt, der Mond geht jeden Tag in einem anderen Mondhaus auf. Die 12 Monate des Lunis Solarkalenders sind nach den 12 Mondstationen benannt. Das System der Nakshatra, also Mondhäuser, ist bereits im Yajurveda ca. 1000 v. Chr. Vollständig überliefert worden. Ein Nakshatra wird wiederherum in 4 gleich große Viertel, Pada, unterteilt. Jedem Viertel wird eine Sanskrit-Silbe zugeordnet, die man idealerweise als Anfangsbuchstaben für sein Kind, geboren in diesem Zeitraum, wählt. Die 27 Namen der einzelnen Padas lauten: erstens Asquini, zweitens Varuni, drittens Kritika, viertens Rohini, fünftens Mrigashiras, sechstens Ardra, siebtens Punavarsu, achtens Pushaya, neuntens Ashlesa, zehntens Maga, elftens Pura Phalguni, zwölftens Uttar Afalguni, dreizehntens Husta, vierzehntens Chitra, fünfzehntens Swati, sechzehntens Vishuka, siebzehntens Anaruda, achtzehntens Iyeshta, neunzehntens Mula, zwanzigstens Purvas Hatha, 21. Uttar Ashuda, 22. Shravana, 23. Shravishta, 24. Shatabhishoy, 25. Purapadra Pada, 26. Uttara Bhadrapada, 27. Revati. Außerdem wird zu jedem Nakshatra, einer dieser beherrschenden Gottheit, in Form eines der 9 Planeten, Nevagraha, zugeordnet. Ich hoffe, diese Einführung in die vedische Astrologie hat dir gefallen. Wenn dir meine Arbeit gefällt und du mich darin unterstützen möchtest, findest du die Daten dazu in der Infobox. Vielen Dank! Sei auch bei meinem nächsten Beitrag wieder mit dabei. Deine Ani.